Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Kunterbuntec. Heute gibt es für euch etwas auf die Ohren und zwar mit den Beats Solo 3 Wireless Kopfhörern. Ich habe sie für euch im Alltag getestet gehabt und einige Vor- und Nachteile herausgefunden. Wenn ihr also wissen möchtet, was diese kabellosen Kopfhörer so einzigartig macht und welche drei Kritikpunkte ich daran gefunden habe, dann bleibt dran. Viel Spaß! Wie ihr in diesem Intro gesehen habt, machen die Beats Solo 3, wie die meisten anderen Beats-Produkte eben auch, designtechnisch einen sehr schönen Eindruck. Das Design der Kopfhörer ist schlicht, modern, zeitlos und bietet allen die richtige Farbauswahl. Der Klapp- und Einstellmechanismus der Kopfhörer ist aus Metall gefertigt und die Ohrpolster sind sehr angenehm zu tragen. Im Lieferumfang bietet uns Beats die Kopfhörer selbst, eine kleine Tragetasche, einen Karabiner zur Befestigung der Tasche an euren Rucksack oder eben an eure Hose, ein Klinkenkabel für alle Geräte ohne Bluetooth und ein Micro-USB-Ladekabel. Doch womit können die kabellosen Kopfhörer noch so glänzen? Nun ja, auch technisch haben die Kopfhörer einiges auf den Kasten. Denn wie einige von euch sicherlich wissen, wurde Beats 2014 von Apple aufgekauft. Und nun macht sich dies auch bemerkbar in Form des eingebauten W1-Chipsatzes. Dieser wurde von Apple im Zuge der Veröffentlichung der Apple AirPods damals eingeführt und hält nun auch bei den Beats-Produkten eben seinen Einzug. Doch welchen Vorteil haben wir als Endverbraucher von dieser Neuerung? So wie eben auch die AirPods lassen sich die Beats-Kopfhörer super einfach und sehr intuitiv mit all euren Apple-Geräten verbinden. Der Chip ermöglicht euch einen nahtlosen Übergang zwischen allen mit der iCloud verbundenen Geräten. Darüber hinaus erhöht er auch eure Akkulaufzeit und ihr erhaltet zusätzlich eine sogenannte Fast-Charge-Funktion. Mehr dazu gibt es später. Die Akkulaufzeit ist an dieser Stelle etwas, was mich positiv überrascht hat. 40 Stunden Akkulaufzeit laut technischen Daten werden hier versprochen und ehrlich gesagt habe ich es nie geschafft, diese auszureizen. 2 Wochen lang habe ich die Kopfhörer täglich je 3 Stunden lang getragen und habe am Ende noch immer Akku übrig gehabt. Solltet ihr unerwartet doch am Ende der Akkulaufzeit angekommen sein, könnt ihr die Kopfhörer einfach an einer Powerbank über ein Micro-USB-Ladekabel aufladen. Das Aufladen geht so schnell, dass ihr innerhalb von 5 Minuten auf eine weitere Akkulaufzeit von bis zu 3 Stunden kommen könnt. Das wird alles durch die Fast-Charging-Technologie und eben den W1-Chip von Apple ermöglicht. Die Audioqualität ist typisch Beats etwas basslastig, aber nichtsdestotrotz sehr klar und kann eben auch mit Höhen glänzen. Das soll nicht heißen, dass man mit den Kopfhörern keine Rockmusik oder ähnliches anhören kann. Stattdessen merkt man einfach, dass die Stärken der Beats-Kopfhörer vor allem im Hip-Hop- und Pop-Bereich zur Geltung kommen. Die Beats Solo 3 besitzen im Vergleich zu ihrem großen Bruder, den Studio, keine Active Noise Cancelling-Funktion, was mich persönlich im Alltag nicht gestört hat. Stattdessen habe ich die Erfahrung gemacht, dass durch den erzeugten Antischall bei Active Noise Cancelling bei mir ein Druck auf den Ohren zustande kommt, der mich auch stört. Außerdem dichten die Polster der Kopfhörer so gut ab, dass ich im Alltag die Active Noise Cancelling Funktion selbst beim Rasenmähen nicht wirklich gebraucht habe. Das kabellose Telefonieren mit den Solo 3 ist problemlos möglich und erwies sich für mich sogar als sehr angenehm. Die Umgebungsgeräusche werden wie bei den AirPods eben auch für den Gesprächspartner auf ein Minimum reduziert. Im Vergleich zu den AirPods habe ich sogar die Erfahrung gemacht, dass beiden Gesprächspartnern mit den Beats sogar noch eine bessere Gesprächsqualität geboten werden kann. Doch kommen wir nun zu den 3 Punkten, die mich persönlich leider etwas enttäuscht haben. Punkt 1, das Ladekabel. Die erste Enttäuschung wartet auf alle MacBook-User bereits in der Verpackung, und zwar in Form des Ladekabels.
Ja, ich habe es ausgepackt und war leider etwas enttäuscht, denn ich konnte die Kopfhörer, die mir von Apple mitgegeben worden sind zu meinem Kauf, zu meinem MacBook, nicht in meinem MacBook aufladen. Hier hätte ich mir von Apple oder Beats eben zusätzlich ein Ladekabel für alle MacBook-User gewünscht, damit man per USB-C die Kopfhörer eben aufladen kann. Darüber hinaus wäre es natürlich auch sehr praktisch gewesen, irgendwie eine kabellose Ladefunktion zu ermöglichen. Punkt 2, automatisches Pausieren. Die nächste kleine Enttäuschung wartete bereits auf mich, als ich die Kopfhörer kurz abgezogen habe, um mit jemandem zu sprechen. Denn im Gegensatz zu den AirPods, die ich sonst in meinem Alltag benutzt habe, habe ich hier keine automatische Stoppfunktion. Wenn ich also die Kopfhörer abziehe, muss ich auf der linken Seite auf den Button drücken mit dem Beats-Logo, damit die Musik pausiert. Bei einem Kopfhörer, der einerseits natürlich größer ist als die Apple AirPods und andererseits auch teurer ist, hätte ich mir natürlich diese Funktion gerne gewünscht. Punkt 3, die Knöpfe. Wenn wir schon beim Thema Knöpfe drücken sind, auf der linken Seite befinden sich alle drei notwendigen Knöpfe, um sämtliche Funktionen zu bedienen. So könnt ihr die Lautstärke einstellen, Start-Stopp, den nächsten Song vorspulen oder eben auch durch langes Drücken Siri aktivieren. Leider habe ich feststellen müssen, dass der Klicklaut, der dabei erzeugt wird, einerseits wie bei einem Billiggerät klingt und andererseits meiner Meinung nach viel zu laut ist. So habe ich ständig in der S-Bahn die Aufmerksamkeit aller um mich herum auf mich gezogen. Doch kommen wir nun zu meinem Fazit. Mit dem Beats Solo 3 hatte ich gewissermaßen das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite hatte ich einen guten Klang beim Telefonieren und auch Musik hören. Auf der anderen Seite hatte ich Kopfhörer, die sehr kompakt sind und eine gute Akkulaufzeit mit sich bringen. Zusätzlich durch den W1-Chip kann ich problemlos zwischen allen meinen Apple-Geräten hin und her switchen. Meiner Meinung nach bieten die Beats Solo 3 die beste Alltagstauglichkeit, die eben On-Ear-Kopfhörer einem bieten können. Dadurch stellt sich mir nun immer wieder morgens die Frage, greife ich lieber zu den sehr kompakten AirPods von Apple oder doch lieber zu den Beats-Kopfhörern, um den vollen Musikklang zu genießen. Nachdem ich die Beats in allen möglichen Situationen nun getestet habe, muss ich zugeben, dass sie mich doch mehr überzeugt haben, als ich eigentlich dachte. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 fällt meiner Meinung nach der Preis definitiv zu hoch aus. Wer sich zurzeit im Internet aber etwas genauer umschaut, wird schnell merken, dass der Preis nicht in Stein gemeißelt ist. So sind die Kopfhörer momentan bei Amazon, je nachdem welche Farbe ihr auswählt, bereits unter 200 Euro erhältlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei diesem Video. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, nicht vergessen, abonnieren. Ciao.